unser Auto qualmt schon wieder, ey. Oh, danke für den Richtungswechsel. Oh, ich glaube, beim nächsten Mal werden wir schon wieder ein neues Auto brauchen. Und jetzt gab es keinen großen Kontakt. So, einen noch. Das Auto zu stören, in dem wir sind. Und wir erstmal irgendwo hinfahren, wo uns die Cops nicht gleich töten, und wir ein neues Fluchtfahrzeug haben. So. 10.000. Wie Gott, sobald die Granate, die wir verschwendet haben jetzt. Jetzt haben wir auf einmal ein D. Wieso auch immer wir auf einmal ein D haben, aber wir machen trotzdem erstmal R und Telefon. Schön der Reihe nach. Könnte D vielleicht Donald sein? Donald? Ich glaube, zwar einen gab's. Ja, drei. Die mit dem Vice City nochmal trifft. Tödliche Bootsfahrt. Wir hassen Bootfahren im Übrigen. I think my partner's a rat. We gotta shut him out permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Und da wundert er sich, dass er dauernd neue Kollegen hat, ja? Und ich glaube, ein Polizeiboot müsste doch bei Asuka am Haus stehen. Genau hier, gerade durch und auf der rechten Seite. Da ist es doch. Aber nicht ins Wasser fallen. So, mal schauen, wo der Leuchtturm ist. Machen wir einfach um die Insel ringsrum. Auch kommen, hier gibt es keine anderen Boote. Also sollte es ja zumindest nicht schwer sein, das Boot zu finden, was wir suchen. Hier oben fliegt ein Dodo, kann man nicht sehen leider. Wo ist denn der Leuchtturm? Nein, ist da, ist der Leuchtturm. Oh, da Fässer hinten drauf. Okay. Der fischt also mit Granaten.
Los, komm, 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 viel fehlt nicht mehr. Mission erfüllt. Jawohl, das geht ja mal schön schnell. Wir brauchen keine Angst haben zu ertrinken. Wir landen einfach. Ja. So. Wir haben jetzt Granaten gekriegt im Polizeiboot. Na egal. Also mal ganz gekonnt durch den Zaun. Ja, ganz gekonnt nochmal. Ein paar Mal durch den Zaun. Der Transporter auch fast schon wieder Schrott. So, wenn wir hier sind, können wir eigentlich eine Telefonmission machen für unseren Hundefutterlieferanten hier. Fleischerei. Findet das Telefon noch? Kein Auftrag mehr? Nein, na gut. So, dann müssen wir jetzt wieder rüber auf die andere Insel. Wenn wir die Brücke finden, dann müsste er eigentlich gleich hier hinten sein. In der Stadt haben wir uns jetzt gar nicht lange aufgehalten. Hier gibt es bestimmt auch noch einen Haufen Faction. Na, eine Brücke vorbeigefahren. Gut, das sieht doch aus, ob es hinten ein Faction geben würde. Nicht durchfahren, ne. Mal ringsrum fahren, mal schauen, ob wir hier ein Faction finden. Unser Busbahnhof. Stimmt, irgendwo ein Faction. Komm schon. Da irgendwo ein Faction rumliegen. Komisch. Mal nochmal hier im Gelände gucken. Oh, komischer Zaun davor. Kommen wir nicht rein. Gucken wir mal hier unten. Wenn wir schon hier sind. Hinten war die Drogenparty, wo wir Maria hingefahren haben. Beziehungsweise die Party, wo wir vorher die Drogen gekauft haben. Komm, lass uns durch. Ja, da hinten gibt es ein paar Leben. Na gut, egal. Kommen wir erstmal wieder rüber. Stern. Hätte er sein können, hätte er sein können. Ja, zack. Und ab wieder rüber.
So. Das ist ja jetzt gar nicht mehr so lange dauern, bis wir auf die letzte Insel dürfen. So, gucken, was er jetzt für uns hat. Welchen Zeugen oder Kollegen wir jetzt erledigen sollen? Ja, gepanzerte Zeuge. You totally messed up. My ass is on the line, and you can't even kill a goddamn fly. I paid you good money to kill that witness, and he ain't dead. But today he's gonna make a federal deposition. He's being moved any second now from the Carson General Hospital up in Rockford. If he squeals, I squeal. Oh yeah. Hat überlebt. Und vielleicht erschießen sollen, nicht überfahren, ne? So, wir brauchen wahrscheinlich ein stabiles Auto. Mal schauen, was es so fährt. Das ist so ein Bobcat oder so ein Jeep. Guck mal, hier haben wir so ein Jeep. Den holen wir uns mal. War da nicht weg? Boah. Ja, guck mal, hier auf dem Parkplatz. Ah, oh, ein Bobcat. Ah, oh, je, je. Und jetzt schnell zum Krankenhaus. Oh, und schon qualmt er wieder. Das ist furchtbar, wenn man hier Objekte rammt. Kommen wir da bestimmt durch. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht so die große Fahrkunst hier. Ist ja noch ein anderes Krankenhaus? Eigentlich doch das Krankenhaus hier unten. Oder was ist da hinten in der Ecke? Und auf jeden Fall in der Nähe von der Uni und Baustellen eigentlich, dachte ich zumindest. Ah, guck mal, gepanzertes Polizei, oder? Ach, der war schon unterwegs. Verdammt. Ah. Nehmen wir uns erstmal ein ganzes Auto. Versuchen wir das Ganze nochmal. Oh, das war natürlich fehl. Lass mir ja schön Zeit und der ist schon auf dem Weg zum Abhauen hier. So. Ganze normal. Gut, beeilen wir uns mal. So, mit Vollgas zum Krankenhaus. Entschuldigung. Da hier lang. Ne, der verfahren ist lang. Verdammt. Ach, im Krankenwagen. Mit den Rahmen.
Oh, geht mir aus dem Weg, ey. Weil eigentlich haben wir noch gerade oben nicht angeschossen. Kugeln können den Panzer nicht durchschlagen. Ich bin grad verwirrt, irgendwie ist der Punkt jetzt an der falschen Stelle. Ah, nein, 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 was war das denn? Oh, was war das denn? Schönerfeld, oh, das war jetzt echt knapp, ey. Mist, ey. Ja, schön einsammeln alles. Wir können den Panzer nicht durchschlagen. Naja, weißt du, von was für einem Panzer die da reden? Ja, jetzt brauchen wir erstmal ein paar Leben. Müssen wir glaube ich hier lang zum Krankenhaus einfach schnell. Na, da ist es doch schon. Da haben wir immer noch mehr Leben. Also direkt an der Tür. Das ist ein Krankenhaus, halt mich so rum. Ach, jetzt die Tür nur rein. Nochmal ringsrum fahren hier. So, deutsche Leben. Na, haben wir erstmal das Problem von unserem korrupten Bullen erledigt. Nach drei Raketenwerferschüssen sollte der Zeuge nun erledigt sein. Das heißt, wir können uns jetzt ums grüne Telefon kümmern. Sind bewaffnet. Und mit Leben ausgestattet. Ja, da werden wir sehen. Dürfte ja eine Hauptmission sein. Also dürfte uns storytechnisch vorwärts bringen. Immer näher Richtung der Ollen, die uns verraten hat. Ja, das haben wir nämlich nicht vergessen. Wir rauben zusammen eine Bank aus und sie erschießt uns einfach oder will uns einfach erschießen. Schnelle Autos, schnelles Geld. This is King Courtney. Milliarden Passagen durch im Rune White Driver and people is saying you demand. Get to the waste ground opposite the stadium in a car and wait for the other offers. I've got to be watching checkpoints all over stopping. First driver to a checkpoint gets the bling bling. Then it's on to the next stop. If you get more checkpoints than any other driver, I can have me a little work for you. Okay, jetzt müssen wir einfach beweisen, dass wir gute Fluchtwagenfahrer sind. Das heißt, wir bräuchten was Schnelles. Am besten Cheetah. Aber der sollte es zur Not eigentlich auch tun. Nehmen wir es erstmal mit dem. Ja, gegen den Bobcat und den Patriot kommen wir auf jeden Fall an. You caught me, Trouble!
Das cool, wenn wir irgendwie Granaten oder so aus dem Auto werfen könnten. Aber die scheinen sich dort gegenseitig zu klump zu fahren. Das hilft uns natürlich ungemein. Allerdings ist es natürlich doof, wenn die weiter hinten sind und der Checkpoint ist irgendwo hinter uns. Allerdings fahren die Idioten auf Straßen. Ah, jetzt haben sie den Punkt rein können. Genau das meine ich. Der war direkt am Checkpoint. Wir hatten keine Chance hinzufahren. So, nächsten Punkt. Ah, das werden wir nicht schaffen. Nein, ah, den werden wir auch nicht kriegen. Direkt nebeneinander, ja. Fünf von 15. Jetzt sind wir scheinbar direkt auf der falschen Straße. Und wir durchs Grün kommen. Oh. Rumdrehen, 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 schnell! Ah, der ist vor uns. Aber wir fahren nicht auf der Straße, wir fahren quer beim Fußweg. Und direkt hinter uns, den werden wir nicht kriegen. Oder? Doch! Shit, 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 shit. Ah, ist ja wieder einer näher. Der Cheetah ist doch ganz in der Nähe. Ja, und da holt er sich den Punkt. Kaputt gehen scheinen sie nicht. Ah, mach nicht sowas. Nein, 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 nein. Jetzt ist der Cheetah wieder übelst weit vorne. Wie gesagt, wir halten nicht so viel von Fußwegen hier. Nur versuchen, zwischen die Bäume durchzumanövrieren. Und da haben wir es vor Cheetah geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sinn erfüllt, 8000. Du bist erster, 8 gewonnene Checkpoints. Huhuhu. Ja, das war jetzt gar nicht so einfach. So, jetzt haben wir auf jeden Fall bewiesen, dass wir fahren können. Mal schauen, ob der Parkplatz das Schnelle steht, weil wir jetzt bestimmt irgendwo flüchten müssen. Ich mal stark davon aus. Hätten wir noch einen neuen einfach nur. Nehmen wir den neuen hier. Ja, stellen wir den alten daneben. Zack. Ja, guck nicht so rum. Jetzt ab zum Telefon. SD Matthias University, Liberty City. Oh! Danke! Hey, was ist jetzt los? Es stockert. Okay. Aha, ich weiß warum. Gleich wieder da.